Ja, ich freue mich, dass du da bist. So, wir gehen wieder. Wir sind von der zweiten Tag von unserer frischen Serie, die wir angefangen haben, unsere frische Predigten. Der Titel ist, was ist das wirkliche Evangelium? Und eine viele Mal habe ich von verschiedenen Sachen geredet. Und von der Tag, waren wir die Frau fragen, dann habe ich alle möglichen von Antworten. Und die Bibel hat nicht so viele Antworten auf das. Die Bibel hat eine Antwort ab dort und dort ist Wort. Die Antwort war in der Kirche. Und das soll dir so viel klar kriegen, dass die keinmal im Leben waren für je. Und dort hast du was Neues brennt. Und das, wenn wir so ein Brennen absagen, wo du bluff, aber nicht bloß bitter kannst, sondern ein ans Hort, dort wie dort verstehen und dort wie nicht bloß verstehen, dort wie dort glauben. Weil Gott hat uns in Wort hängen lassen. Da haben wir uns dort für die Ursache hingelogen, dass wir Amsam besser kennenlernen und sehen ganzen Plan von Pferdeschöpfung. Wenn du redest, die Bibel und ganze Sachen von Ewigkeit her, von der Schöpfung, von der, wo wir sind, dass wir dort kennenlernen und verstehen lernen und glauben lernen, was Gott getan hat. So, aber ich wollte noch einmal ein bisschen wiederholen, was ich hier habe. So, die Bibel sagt, dort, wie wir jetzt nicht dort. Die Bibel sagt, wir leben so aus, ans Fleisch zu verlangen. Wir werden kennen, euer Gott sind euer. Wir hassen Gott, kennen vom Devil. Und so wieder und so weiter. Aber die gute Nora heißt, dann sagt die Bibel, aber Gott, Epheser 2, Vers 4 und 5, aber Gott sind allein, wird so groß, oder 1. Johannes 3, Vers 16, aber Gott schenkt seinen Sehen für uns, so. Bis dann ein Klima getreten dort, wenn das passiert ist, dann meint er so viel, dass das ist eine Schuhe. Das Fut. Das ist etwas gebracht. So, wir können uns sehr viel Zeit nehmen dafür, und das wollen wir in der nächsten Zeit noch einmal weiter von dir reden. Und was ist das Evangelium von Christus? Und das ist so einfach. Das ist so einfach. So, und dann haben wir hier, weil ich da uns Christen reden, Jo, Jesus ist für mich gekommen. Mit den Sinnen zu verheben. Jo, heuerste Wach, haben wir gemerkt, Jo, uns zu versorgen, Jo, uns, heuerste kommen, uns zu raten. Jo, ich sehe in Himmelsberg. Aber, dann habe ich noch uns, ich muss herum. Und ich sehe, Lads, dann hast du das, was hier fährt ist, hast du nicht gemerkt. So einfach ist das. Wenn es dann Projekt war, mit meiner Gerechtigkeit, mit meiner Fans am Proweg war, für Gott gerecht zu werden, für Gott ein schmacker Mensch zu sein. Und weißt du was? Ich sehe das letzte, ich war von dir frisch sein, hast ab dem, was Jesus getan hat, hast du noch geschehen. Und man sollte sagen, ich will nicht von dir. Vor dich. So, und dort, wo wir in unserem Christenleben für uns sind, wo wir für uns tun. Wenn wir sein, in uns wird gelehrt, du machst, Dann fängt das Rezept an und diese Pinktag ist hier, das weit will alle Appetit so viel. Du kannst nachher herumschreiben, was ich will. Bitte, wenn ich an Google oder an verschiedene Pagina im Internet, du hast eine Beschreibung, aber ich denke, immer, ohne ich immer dort, dann schreibe ich daheim, was ich glaube. Und ich lasse irgendwer was aus, dann schreibe ich daheim, was ich glaube. Und das ist die Bibel nicht. Die Bibel ist von Gott, gegeben, von den Heiligen Jesus angegeben, das sein wird und dort ist einmal geschrieben und das für die Ewigkeit jährlich. Und dort ändert euch. Dort ist Gott sein Wort und dort ist seine Leibe und seine Gnade und seine Vergebung, du bist für uns. So, und das ist so wichtig und so wertvoll, dort wie Gott sein Wort stehen lassen, so ist es. Und dort einfach bloß mal annehmen und glauben. Und du nicht noch einmal wahrer Obereck. Nein, Obereck macht noch. So, wir haben von der in Epheser 2 wiedergehauen. Ich habe den letzten gelesen. Wir haben eigentlich nicht über geredet, oder nicht. So, ich will ihn von der frisch lesen. Und dann am nächsten Morgen wollen wir uns noch mal ein Schauf andere Bücher und Kapitel beschaffen. Epheser 2, Vers 1, Teil 5. Die Viren an jene Sünden jässlich tot, aus die noch so leben, aus dieser Welt dort verlangen. In die unsichtbare Macht, die über diese Welt herrscht, und ihr Donen werden den Jesus, der in der Welt wirkt, die Gott nicht gehorchen. Na, hör ich, was das sagt.
Dort sagt jetzt hier, wo hier geschrieben ist. So, du bist aber nicht. Wir leben zu einer Zeit, auch alle, so was ans Fleisch dort verlangt, in Wurto an der Lust und Streif in Viren von der Tür aus, Tschenja und ja Gott sind euer, so aus alle andere. So hier beschrift die Bibel uns, Gott sein Wort, uns Leben in unserer fleischlichen Natur und wer wie an uns Mensch sein, wer ich an mich wir Gott gegenüber. Und wenn ich nur diese drei Farge check, das ist keine Hoffnung von mir. Von meiner Seite, von uns, von meiner menschlichen Seite. Keine Hoffnung. Aber falsch feier, check ab das, was ich hier sage, aber Gott ist so recht und genug, und hei es uns Gott an seine Leib. So hier ändert das Wahre Ola. All das, was hier fährt ist, Vers 1, 2 und 3, das ist nicht alles drin geschrieben. Willst du was? Willst Gott es so recht und genug? Willst Gott trägt seinen einzigen Sehen, um für mich und für dich zu sterben, dort eigentlich du den freien Zugang haben, um Genoden trauen, und wo Jesus ist der Gnadenstuhl, wo wir alle Teacher ankommen, wo einfach, hey, die sind deine Sünden vergeben, du bist Ordnung, du bist gewillt, du bist heilig, du bist schuldfrei. So, du änderst das rein alle, 100%. Und dort, wie dort einfach mal lernen, die Bibel so zu lesen und zu studieren, dort zu stunden und dort zu laufen und dann bis fertig in Leben zu gehen. So, und dort, wenn wir die Bibel mal einmal lernen, das dort zu verstehen, dort, okay, ich wir hier. Ich wie die Jans, ja. Aber Gott hat den Unterschied gemerkt. Das hat er getan. Gott merkt den Unterschied. Weil es heute schreckt seinen Sehen. Und der Sehen, der vollbracht das für mich. Heute deutet das für mich. Und ich brauche bloß meinen Glauben an dort nennen, sagen, was er getan hat. Und peng, vorher. Vorher ist es. So einfach ist das. Weil wir Vers 4 wird noch lesen. Dort hat uns mit Christus Taubware zum Leben gebracht. Okay, Jesus starb, er wird begraben, er stand ab, in der Bibel ist es so klar darüber, an dem, dass er abstand war, hat er uns zum Leben gebracht. So, und hier sage ich das, und dass er uns, also Gott, uns mit Christus taub war, zum Leben gebracht, da war uns nicht mal bekehrt. Gott wacht Jesus ab vom Tod, und Jesus sagt eben selbst, er kann die Macht, das Leben Hand allein. Er hat die Macht, dass er sterben konnte, und er hat die Macht, dass er treten nimmt. Aber hier ist es, Gott erweckt Jesus frisch vom Tod, und du mit, dass er arm vom Tod ab erweckt, sind er in du mit dem Leben gekommen. Mensch, das ist viel wert. Und wenn das, was Jesus getan hat, was du am Kreuz passiert, der ist ihn begraben, und der ist ihn abgestorben, was du passiert, wenn ich dort mehr verstanden habe, so dann wird mir das Evangelium von Christus immer geraten. Dann ist das nicht, wenn du nicht Jesus um dir nimmst und Jesus nur erhalt. Weißt du, dort ist kein Evangelium. Dort wird der Mensch so ja Gott, dass er verloren geht. Das ist kein Evangelium. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht ist eine, die kämpft von Gott, das meint eine gute Nachricht für dich. So, wenn wir von der gute Nachricht hier, ich werde diesen Parsbot noch zu Englisch lesen. Wenn ich zum Beispiel an die Kennis denken, die Bibel tät und wenn du in Kirche wirst und so wieder, und die Bibel sagt, das ist so gut, wenn wir die Fortsporen oder wenn wir die was die Gute oder was die Nachricht bringt, das ist so gut, wenn wir da eine Feind hier zu kommen. So, und wenn du ein paar Kennis wirst, die hat in Kirche oder du wirst in Kunft werden, aber der eine Kennis wird sich mal einmal einig, bueno, ich will nur in anderen Kennis kommen, ich will Frieden mehr. Ich war die Feindschaft, wo wir über die Zeit bringen. Wir waren Frieden mehr und wir waren uns einig geworden. Wir waren in Frieden leben. Ich war hier in meiner Umgehung. Ich war hier in seiner Umgehung, wo wir in Frieden leben. Wir waren diese Feindschaft, wo wir schlechten. Und eben für ein kostet dann dort Wort. Das kostet dann vielleicht Soldaten. Das kostet dann vielleicht, was immer sie in ihren Vertrag beinhalten, was das kosten wird, so dort geben die Hand und dann können sie weiter im Frieden leben. So, und was sie dann deuten, das nächste wir, die gehen gleich bloß nach Hause und dann haben wir Frieden. No, die schicken nur Reich, das kenne ich, auch dieser, die schicken nur Reich, nur ihre Menschen in das ganze Territorium, wo sie wohnten, wo sie Menschen hatten, schicken sie nur Reich an die Seiden, dort wir haben Frieden gemerkt. Und die Menschen dort gehen positiv, das ist Dale,
Handtuch und bringt ihnen die Mensage dort, wie Hand Friede mir. Und so erfährt er wieder einen Brief, wo die kann ich geschrieben, selbst geschrieben habe. Und er wird wieder gedreht, so wie Hand Friede mir. Und wenn dort nicht, dann wieder mündlich, da wird bis mit wieder gesagt, oder kenne ich, der ist Heilung, der hat Frieden gemerkt, und wir haben Versöhnung, und wir leben, war er im Frieden. So, dort ist, was zwischen uns und Gott passiert ist. Jesus wird ganz ja, wo du kaum die Feindschaft abbringen, mit einem merken, heu gehen kann, und heu jäuft sich selbst haben, arm, dort ecken du, muss ich sagen können, hier blieben in Frieden haben zwischen uns und Gott. So, das mir so viel wert, dort wir können wahr im Frieden leben zwischen, dort der Frieden ist zwischen uns und Gott. Wenn wir dort in unsere Sünden wären, der Gnade war wie säulich. So, Jesus hat getan, heute hat Frieden gemerkt zwischen mir und zwischen uns und Gott. Heute wie die Aschelle, wo du, muss ich sagen, zwischen Kleinen seht, ich will mir Hand geben, dass du kann die Feindschaft wahrgenommen werden, dass wir können versäumt werden. Und ich und du, wir haben dort die Neuen von dort, was Jesus getan hat. Dort wir können, hey, hier ist Frieden, nun brauche ich nicht mehr Angst haben, dass mein Feind, muss ich sagen, die Nobara, die dort an meiner Heimat alles. No, nu, ich kann eigentlich du, wir haben Frieden mit Gott, wir können alle Titel mit Gott kommen und einfach bloß in seine Gegenwart sein und du einfach bloß Dankeschön, dass du das vollbracht hast für mich und dass ich kann in dir leben. Und weißt du was? In dieser guten Nachricht, dass das Kirche, was sie da ist und dass das, wo wir immer stünden und nicht wissen, was noch passieren wird, dass die gute Nachricht, dass Jesus hat Frieden gemacht, dort ist ein Teil von der Evangelium. Dort ist dort Evangelium. Dort ist nicht nach oben. Und dann, no, dort ist dort, was Jesus getan hat. Da ging und hol den Priester, was eigentlich schuldig wäre, zu tun. Was wir sollen tun, weil es wie schuldig wäre. So, danke schön für die Besen.